gut, dass da immer steht 0, ne? Es ist. Ich möchte zwar mal wissen, warum. Aber okay. Der von eben muss weg. Der eine, ne? Nur der. Der andere, der könnte. Wobei, aber ich glaube, wir müssen mit dem einen anfangen. Der andere, der ist, denke ich mal, gar nicht so kompliziert. Wenn wir den einen hier drin haben, ne? Der muss erstmal hier rein. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja. Mach. Hat er jetzt die Tür zugemacht? Oh Gott. Jetzt mach doch nicht so eine Kacke hier. Dass er immer stehen bleiben muss. Oh, sie haben uns entdeckt. Ich muss dir jetzt diese Nachricht erzählen. Katze, bleib stehen, wenn ich mit dir rede. Warum? Ost. Auf ein neues, ja. Ja, dich lassen wir so ein bisschen rumlaufen, ne? So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt muss ich den natürlich hier nochmal anquatschen. Also ich weiß nicht, ich mach's jetzt einfach mal. Ja, ist in Ordnung. Jo, alles gut. Also, ich mache hier nochmal Türchen auf. Das könnten wir probieren. Das könnten wir tatsächlich probieren. Ah nee, das bringt ja nichts. Warte mal. Ah! Also der eine. Okay, Mai, ich grüß dich. Pass auf, ich mach das jetzt mal hier, ne? Los. Sieh mich. Oh. Einmal hier. Tür zu. Das hat schon mal geklappt. So, der bleibt hoffentlich da drüben dann. Ich mache hier auch mal zu, aber ich denke mal, wenn wir Glück haben, ne? Wenn wir Glück haben, reicht das schon. Jetzt muss ich mit dem nochmal quatschen. Und so weiter. Nee, da kommt noch nicht, ne? Guck mal. Der wird erst hier durchkommen, wenn beide weg sind. Das Doofe ist, wir müssen den jetzt bis hier rüber locken, ne? Also gut, Tür auf. Machst du zu? Mach bitte zu! Hast du zu? Sind beide weg? Es sind beide weg! Yes! Oh Gott! Oh! Es ist, also, sind alle Barthaare noch dran? So, was haben wir denn hier so Tolles? Ich muss mal hier, ich nehme mal Platz, ne? Haben wir hier irgendwas zu? Nee, haben wir nicht, okay. Was ist denn hier? Bin neugierig.
Normal, hab's verpasst, weil ich mir das Essen holen musste. Warte, ich geh gleich nochmal zurück, ne? Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns um. Ja, okay. Ja, wenn ich das hier oben schon wieder sehe. Schau mal, hier hinten ist eine Tür, ne? Guck mal hier. Du hast mich doch vorhin schon so ganz galant über dieses Gitter gehoben, oder? Hier, komm mal her, ich brauche deine Mütze. Hier, komm auch nicht rüber. Ich hab schon was. Diese Tür ist der einzige Weg. Ja, ist ja gut. Kontrollraum. Ende. So. Ich du müsstest mich eigentlich nur. Das machst du nicht so spannend. Guck mal, hier, wenn du mich hebst, ne? Wenn du Räuberleiter machst, dann kommen wir hier rüber. Es geht. Musst nur wollen. Nicht wegrennen wollen. So, warte mal, hier haben wir doch. Kann ich hier. Ich kann Auto fahren? Oh, ja, hier. Guck mal. Wir haben Glück. Sie haben den Schlüssel in der Tür stecken lassen. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Mir hätte die Mütze gereicht, aber ist in Ordnung. Ach so, hier. Ja. Ja. Oh Gott, kannst du einfach. Oh Gott! Können wir noch was merken? Nee, hier ist nichts zu merken. So, kameratechnisch müssen wir hier aber nichts wollen, ne? Der tropft sie übrigens. Ich wollte es bloß sagen, ne? Kann ich hier. Kann ich. Duschen? Katzendusche? Ich bin Katze, ich will es nicht. Oh. Er hat hier einen Blumentopf über den Hebel gestülpt. Na gut, der interessante ist eh der hier. Oh shit. Oh, das will ich. Ich fange die Schüsse hinten ab, ne? Wir werden es auf keinen Fall alle schaffen, wenn wir uns die Wächter
Was? Du wirst doch nicht hier bleiben. Du wirst doch nicht. Du wirst doch nicht hier bleiben. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Aber, ich habe deine Batterie, hatte ich zumindest. Ein Manifest der Außenweltler steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Nicht hier bleiben. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt, jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. Och nö. U-Bahn-Schlüssel. Neuer Gegenstand. Geh es, ich behalte dich in meinen Erinnerungsspeicher, kleiner Außenwelt. Hühner. Wir sind extra in den nach Alcatraz quasi gereist, nur um dich zu befreien. Ich bin eine Schrankkatze. Och nö. Ich kann nicht mal mehr den. Ich habe gar keine Lust hier, den Teppich zu benutzen hier. Ich bin jetzt gerade so deprimiert. Wir haben den U-Bahn-Schlüssel. Hier vorne ist alles klar. Ich wollte gerade sagen, wir haben bloß kein Schlüsselloch dafür. Aber tatsächlich nicht. Ja, wir kommen ja auch nicht hier durch, ne? Die kommen immer knapp zu spät, ne? Eine Etage tiefer. Gott, hier unten ist ja Höllenfeuer, ne? Aber wir sind auf dem Weg, ne? Gegenstand verwenden. Was haben wir denn für Gegenstände? Wir haben die Batterie. Probieren wir, ne? Aha! Ergibt sogar Sinn, ne? Jawohl! Klick! Oh ja. Oh ja. Lass uns U-Bahn fahren. Los geht's. Einmal nach oben. Folge den Lichtern. Oh, na dann. Kontrollraum. Jetzt habe ich schon eine Batterie eingeworfen und hier ist trotzdem alles finster, ne? Oh. Ich glaube, der macht bloß sauber.
Hi. Hallo, wie kann ich dir helfen? Gehilfe. 477. 477. Auf der anderen Seite haben wir ja nicht nur ihn, ne? I will look. Hier ist keine Interaktion. Die Tür wird wahrscheinlich zu sein. Okay. Ja, dann einmal hier um den Besen. Dann müssen wir hier rum. Hat wieder jemand einen Knopf gedrückt? Es ist eine Rolltreppe. Bulletstorm, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Der Alert, der wird gleich kommen. Der hat ein bisschen Verzögerung. Ich habe es gerade im Chat gelesen. So, was haben wir denn hier? Nicht so motiviert streichen. Ich bin gerade... Ja, sehr gut. Ich bin gerade dabei, in diesem Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Da ist er, ne? Danke dir. So, du schneidest die Pflanzen. Sei gegrüßt, Gehilfe 062. Bewohner der Mauerstadt 99. Okay. Wallet City 99, ja. Mauerstadt. Na dann. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Einmal nach oben. City sealed. City sealed. Ich will City ansiedeln. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles klar. Hallo, Kerbot. Hallo, wie kann ich dir helfen? 019. Ich warte auf den Moment, wo wir hier eine 0815 finden. Oh. Gemütlich hier. Kann ich mal ein Getränk ziehen? Ja, es wäre ja auch zu schön, ne? Du bist kein Ingenieur, ne? Gehilfe 616. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Die sind so ein bisschen... Ja, zurückgesetzt eben, ne? Da ist der Kontrollraum. Ah, guck dir das mal an hier. Gucke dir das mal an. Da unten waren wir. Na gut, dann hier. Na? Pflanzen, wer bist du? Gehilfe 775 bist du? Die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt? Wegen meiner Sicherheit? Macht euch um meine Sicherheit. Macht die auf. Bitte wende dich an den Service und so weiter. Ich wünsche dir auch einen schönen. So, was haben wir denn hier noch? Was hier? Nee, das ist bloß so ein alles Kistelchen hier. Muss jemand? Ich bin gerade hier, ne? Muss niemand? Udi, ich grüße dich. Miau.
inspizieren. Bekommst du das auf? Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Ich bin auch sowas Ähnliches. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Das ist eine Beleidigung. Diskriminierung. Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich... Hier ist ein Y, ich kann es aber nicht. Komme ich da nicht ran? Ach hier, alles klar. Hallo. Er folgt mir. Komm mal her hier. Oh, fein. Ach, ein Träumchen. Ich liebe diese Autohocker, ne? So, jetzt geht doch. Es geht nicht. Warte mal, wenn wir hier... Ich drück mal hier, ne? Ah, warte. Und, hepp. Und jetzt aber hier, ne? Und, oh, ja. Schön, so lange musste ich drauf warten, ne? Haben wir es geschafft? Haben wir? Haben wir nicht. Yes! Wir haben es, oder? Wir haben es? Ja! Ich brauch so einen aber als Kühlschrank. Ja, das ist gut. Der ist gut. Das ist gut. Muss ich jetzt den Hock. Nee, ne? Der geht allein auf hier, ne? Ja, perfekt. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten... Oh, diese Fliege. Sie hatten alles, sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit, aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen. Gemeinsam. Ich werde die Erinnerungen an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Das war die letzte große Erinnerung. Mehr kratzen. Nie wieder selber laufen für Snacks. Sowas als Kühlschrank wäre wirklich cool, ja. So, pass auf, wir machen mal... Ich muss mal hier so ein bisschen rumgucken, ne? Ich denke zwar, hier werden wir keine Erinnerungen mehr groß kriegen. Hops, hops. So. Ja, hier ist nochmal... Hier haben wir sogar noch einen besseren Blick, ne? Ist ja so ein großes UFO hier oben. Hier haben wir noch einen besseren Blick als aus dem unteren Fenster. Oder aus dem anderen Fenster.
Ist nicht so neblig, ne? Ja, schon ein cooler Ausblick, ne? So, Kontrollraum. Wir haben hier auf alle Fälle ein Radio. Das muss ich mir einfach nochmal, ich muss mir das nochmal geben. Wie klein die Welt darin geworden ist. So, hier können wir nix. Da hat doch schon wieder so ein Stecker gefehlt, oder? So, hier vorne haben wir ein Kontrollpult. Ich denke aber mal... Ich laufe erstmal hier alles ab. Ja, ne, ja, komm, das war... Es ist offensichtlich, ne? Wir müssen an das Hauptkontrollpanel hier. Da haben wir es. Inspizieren. Ich will trotzdem noch weiter gucken. Nur hier nochmal hoch und da nochmal hoch. Und hier kommen wir dann echt nicht weit. Das ist einfach nur so. Nur so. Ich will es nicht warm. Ich will die ganzen Erinnerungen haben, Flix. Mann, no, ich krieg hier nichts mehr, ne? Ja. Ja, schade. Na gut. Da ist ja der Hauptcomputer. Oh, es klappt sogar. Guck mal. Dem Großrechner nach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, okay, suche ich nach Passwörtern und Verschlüsseln. Ja, gut, ne? Verschlüsseln Codes, um das System zu gelangen. Alles klar, Deal. Machen wir. Machen wir. So, pass auf. Ich habe schon gesehen. Oh. Okay, das sollte man nicht tun. Ja, so geht's. Warte, hier nochmal. Da nochmal. Ups. Ah. So, den müssen wir anschalten. Den. Halt. Den noch. Stella, ich grüße dich. Katzenallergie, Hachi. Beim Lurk. Alles klar. Viel Spaß im Lurk, ne? So, ich bin soweit. Es hat geklappt, gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Klimper, klimper, klimper. Brrrt, ja. Roof Control Station. System is locked. Da ist das Arbeits, da ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Was soll denn das heißen? Was?
Was? Du wolltest dich in diese Systeme hacken. So. Was haben wir denn hier noch? Guck mal, hier ist doch irgendwas. Hier können wir doch irgendwas. Können wir es umhauen? Okay. Ja, na dann, ne? Oh, na dann muss ich. Achso. So, den haben wir schon mal. Dann können wir hier gleich mal hacken, ne? Oh, geht's dir gut? Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Nicht gut. Oh nein, wir müssen weitermachen. Nein. Nein. Warte, hier hinten ist noch einer. Können wir hier noch irgendwas kaputt machen? Warte, hier ist doch irgendwie. Ich würde hier ganz gern rausziehen. Kabel durchkauen. Irgendwas. Vor allem irgendwas. Hallo? Du siehst mich nicht, ne? Hab ich schon gesehen. Ah, guck mal, was haben wir hier? Hallo? Kann ich hier? Kann ich nicht. Es war bloß so ein Gedanke. Ist bloß die Übersicht, ne? So, warte mal, hier haben wir doch was hier. Guck mal. Mach mal auf. Boah, fast, ne? Hätte fast geklappt. Jawoll. So, das ist auf alle Fälle auch. Ist die Frage, wo ist das dritte? Hier vorne ist ja bloß die Kantine. Ich hätte ja getippt, dass das irgendwo so in der Nähe von dem. Das ist in der Musik, ne? Das ist jetzt nichts. Ich höre Schritte, sorry. Ich höre gerade Schritte. So, der ist auf alle Fälle auf. Wo ist denn der dritte Rechner? Na gut, machen wir erstmal den hier. Wenn wir den können. Was wir wahrscheinlich nicht können. Weil da noch ein Schloss davor ist. Du hast Pixelfehler. Sag mal, kann ich hier echt nicht? Ach hier, guck mal. Ja. Na? So, jetzt aber hier, ne? Jetzt machen wir es mal den. Mach dir keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. So, jetzt brauchen wir bloß noch den letzten im Bunde. Oh Gott, der funkt mir hier ganz schön hinterher. Wo ist denn der letzte Rechner? Soll es das sein? Nee, hier vorne ist er. Hier müssen wir hin. Oh, halt durch, halt durch. Ah! Ich dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können den Alarm ausschalten.
Ich. Das ist doch die Arbeitsstelle. Ist das die? Wo muss ich dich denn fallen lassen? Mensch, sag mir das doch. Ich dachte hier. Den haben wir, ne? Fallen lassen. Machen wir was. So, den haben wir gehackt, ne? Das kann also nicht sein. Dann, ach nee, hier war wahrscheinlich hier drauf. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Hier auf das Ding drauf, ne? Macht ja auch Sinn. Wenn ich hier hochkomme, ist das. Warte mal, wo ist er? Hier. Hops. Ja, hier muss man natürlich fallen lassen. Noch 1 Meter. Jetzt. Macht Sinn. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Roof Control Station. Hör zu, ich hab dir etwas zu sagen. Jetzt komm du nicht auch noch. Clementine haben wir auch schon hier gelassen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des Zentralkontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Ich auch noch du. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte. Samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerungen der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Du warst mein Freund, das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. B12. Nein. Oh, nö.
Entschuldigung. Also ich will nicht gehen, ne? Ich will nicht gehen. Ich will hier liegen bleiben. Ich bleib einfach hier so neben B12 liegen, ne? Hallo, ich grüße dich. Hi. Ich nehme aber mit, oder? Ach nee, ich kann. Ach, ja, nee, ich will mich nicht in den. Jetzt guckt euch mal diesen Ausblick an. Jetzt guckt euch mal diesen Ausblick an hier. Ich will aber B12 mitnehmen. Verdammt. Wenn ich mich aber... Ich kann, das ist doch hier wieder... Sound spinnt? Jetzt geht's wieder. Was? Lag das gerade an mir oder war das auch bei anderen? Clementine hat es mit deiner Hilfe geschafft, ja. Und B12 wird ewig in Erinnerung bleiben, ne? Das. Das steht auf alle Fälle fest. Hallo? Ein bisschen eingestaubt hier, ne? Kann ich mit dir nochmal sprechen? Nee, kann ich nicht. Der ist, glaube ich, nicht so richtig, ne? Putzt du noch die Pflanze hier oben? Ah, mit euch kann ich jetzt überhaupt nicht mehr. Du hast eine Schere in der Hand. Ich gehe weg von dir. Ah, schön. Ein kleiner Schritt für die Katze, ein großer Schritt für die Tierwelt. Ich gehe raus! Licht! Hier sind Schmetterlinge! Oh, was war... Mensch! Taube, du warst für ein Vogel! Erschreck mich nicht! Ah, oh, schön! Okay. Augenöffner.
So ein schönes Spiel. So viel Liebe zum